Wir haben jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute zuerst. In Leipzig gibt es Jugendliche, die sind ehrgeizig, sportlich und teamfähig. Außerdem sind sie erfinderisch und zeigen Geschick bei der Planung großer Events. Jetzt die schlechte Nachricht. Die Jugendlichen, um die es geht, setzen diese wunderbaren Talente für absoluten Blödsinn ein. Sie verunstalten Gebäude und Züge mit gigantischen Schmierereien. Und seit ein paar Wochen führen sie Krieg um das größte Graffiti der Stadt. Die Polizei tappt im Dunkeln. Unser Reporter Roman Leberger nicht. Er hat die Gangs gefunden. Sie sind sprühende Überfallkommandos. Und sie kämpfen um die Vorherrschaft. Seit Monaten bekriegen sich in Leipzig zwei rivalisierende Graffiti-Gruppen. Die Radicals und die ORG-Crew. Selbstgedrehte Videos ihrer Aktionen kursieren in Szenekreisen und geben einen Einblick in ihr Verständnis urbaner Landschaftspflege. Jenseits aller Gesetze. Die Erfolgsfaktoren im Wettbewerb der Sprühbrüder? Dreister, krasser, größer. Vor ein paar Tagen sprayte die ORG-Crew ihr Logo auf 1400 Quadratmetern an die Fassade eines leerstehenden Gebäudes mitten in der Innenstadt. Die Polizei konnte die Täter bislang nicht ermitteln. Gegenüber Spiegel TV zeigt sich ein Beteiligter auskunftsfreudig. Man fängt an, macht etwas, dann sieht eine andere Crew, dass da ein Bild über zwei Etagen zum Beispiel gemacht ist und muss halt das Ganze irgendwie toppen. Und das geht nicht, indem man dasselbe daneben macht, sondern das funktioniert bloß, indem man etwas Größeres macht oder halt eine Stelle nimmt, die ersichtlicher ist als die, die schon gemalt wurde. Ansporn für die ehrgeizige ORG-Aktion war die Enthüllung eines Graffitos der gegnerischen Radicals, Kürzel RCS. Sie hatten sich kurz zuvor an einem denkmalgeschützten Haus illegalerweise verewigt. Sonderlich besorgt über den Fahndungsdruck der Polizei zeigen sich zwei Radicals im Interview nicht. Ich weiß nicht, was mich jetzt stoppen könnte. Vielleicht, wenn sie mich zu erwischen würden so und zu viel auf dem Spiel steht, dann sicherlich. Aber es ist ja ein Graffiti, das halt wirklich eine Lappalie ist, relativ schwer, da eine harte Strafe erwarten zu müssen. Es ist halt teuer, wenn du erwischt wirst, aber das geht schon. Der Kampf um Fassadenflächen elektrisiert die Szene und belebt das Geschäft der Spraydosenverkäufer. Beliebt bei größeren Projekten XXL-Dosen. Der Krieg der Crews ist schnell erklärt. Du kaufst eine Kugel Eis und ich denke mir, du bist doof, Alter. Kaufst jetzt zwei Kugeln und denkst dir, oh nö, das finde ich so auch gar nicht gut. Dann mach ich auf meine zwei Kugeln Eis noch Schokosoße drauf. Und dann denke ich mir, oh Mann, Alter, jetzt hat er hier die Schokosoße. Ich glaube, ich hole mir noch eine Kirsche dazu. Und dann gibt es noch Sahne und dann gibt es noch eine Waffel und noch Schokosplitter oben drauf. So. Und das hätte sich vorher keiner vorstellen können, dass es überhaupt in irgendeiner Art und Weise möglich ist, halt, dass überhaupt, egal von wem, halt so ein großes Gebäude halt komplett vollgesprüht wird. Das überfallartige Besprühen fremden Eigentums nennt sich Bombing. Beliebtes Ziel sind neben Hauswänden auch ganze Züge. Die verursachten Sachschäden liegen in Leipzig pro Jahr im sechsstelligen Bereich. Für die Reinigung fehlt den Betroffenen oft das Geld. Die Leute haben halt nicht so viel Kohle, um das ständig zu putzen, und du hast dort die ganzen alten Häuser und so, die eh keinem gehören, ne? Soll ich mal anfangen? Macht ihr euch da mal Gedanken auch über Eigentum und so, also über die Sachschäden, die da entstehen? Das ist mir egal. Warum? Und einfach schon mal latschen, die Leute können dann trotzdem noch in ihrem Haus da drinnen wohnen, so, auch wenn es halt außen halt anders aussieht. Ich will halt, dass es so aussieht, wenn der weil das weiß ist, dann soll das halt wieder weiß streichen. Das ist halt das Spiel, ne? Als aktiver Graffiti-Gegner braucht man hier vor allem eins: Angstfreiheit vor Rückschlägen und jede Menge Idealismus. Wenn man diese Schmierereien sieht, fühlt man schon eine unbändige Wut im Bauch. Einfach weil hier fremdes Eigentum so missachtet wird. Hier bemächtigen sich einfach irgendwelche Idioten, möchte ich mal sagen, schon fremder Immobilien und betrachten sie als ihr Eigentum oder zumindest bringen sie ihn in Besitz, indem sie solche Tags hier draufbringen. Ein garantiert krisenfester Arbeitsplatz in Leipzig, Gebäudereiniger. Die neueste Geschäftsidee der Saubermänner? Eine Flatrate gegen die Schmierereien. Der Kunde bezahlt einmal im Jahr eine bestimmte Gebühr. Und wir kommen so oft wie es geht und entfernen das Graffiti. Also jedes Mal, wenn ein neues Bild ist, dann kommen Sie? Jedes Mal, wenn Graffiti-Befall ist, stehen wir auf der Matte. Abhängig von der Größe des Objekts kostet der Service jährlich zwischen 240 und 3000 Euro. Mit mäßigen Erfolgsaussichten. Wenn die jetzt anfangen, das immer wieder wegzuputzen, sofort, dann haben wir hier bald so einen Tech-Hagel, wo alles nur noch klein vollgeschmiert ist.
jeden Tag, wenn ich dran vorbeikomme an der Stelle, die ich mal groß gemalt habe, mache ich da halt mein Tag-in und dann... Gerade wenn du weißt, dass der so eine Versicherung hat, so, dann könnte man da auf dem Heimweg schon immer gut dran gehen, um zu sagen halt, fickt euch. Rund 700 Euro investierte die ORG-Crew in Sprühdosen für ihr bisher größtes Werk. Die Dimension der Maßarbeit verblüfft die Polizei. Und auch was die Methodik angeht, tappen die Kriminalisten noch im Dunkeln. Die Täter agieren in der Dunkelheit, agieren arbeitsteilig und in Gruppen. Und insofern ist es doch möglich, in sehr kurzer Zeit ein sehr großes Logo oder ein sehr großes Bild an der Fassade zu bringen. Dass man jetzt hier möglicherweise eine alpine Technik verwendet hat, um sich eben von oben nach unten abzuseilen, das muss ermittelt werden. Dabei sind die sprühenden Sachbeschädiger eigentlich gar nicht so lichtscheu, wie mitgefilmte Aktionen beweisen. Für aufwendigere Arbeiten lassen sich die Sprayer auch mal länger Zeit. Zwei Nächte dauerte die Arbeit am letzten großen Logo. Ohne Kletterausrüstung und ohne, dass die Polizei was merkte. Abgeseilt haben wir uns nicht. Also die grobe Vorgehensweise ist, man plant diese Aktion, man organisiert sich. Es haben sich dann 8 bis 10 Leute gefunden, die dann vorhatten, diese Aktion auch durchzusetzen. Und ja, nachdem wir in das Haus eingedrungen sind und uns organisiert hatten, haben wir die Aktion durchgezogen. Zu Hilfe kommt der Graffiti-Guerilla dabei auch die moderne Spraydosentechnologie, wie ein Mitglied der Radicals vorführt. Die Anfänge der Sprühdosen waren so unterpigmentiert, die haben einfach nicht gedeckt. Die hatten viel zu wenig Druck. In der heutigen Zeit hat sich das alles geändert, wie die Computer. Es geht einfach heutzutage schneller, was uns ermöglicht, in anderen Dimensionen heutzutage zu malen. So entstehen innerhalb von Minuten großflächige Graffiti-Bilder. Das ist natürlich schneller, als die Polizei erlaubt. Und erst recht schneller, als die Leipziger Ordnungshüter ermitteln.